Herzlich willkommen zum Momentum Investor Marktgespräch zum Ende der Kalenderwoche 51 2020, präsentiert von der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen wie jede Woche mit dem Ralf Görge, dem Momentum Investor. Hallo Ralf. Hallo Andreas. Die Aktienmärkte haben in dieser Woche eindrucksvoll neue Höhen erklommen. Der DAX stand kurz vor seinem Allzeithoch. Hier in den USA an der Wall Street gab es sogar neue Rekordhochs zu verzeichnen. Wie ist denn die Verfassung der internationalen Aktienmärkte? Ja, die Verfassung der internationalen Aktienmärkte ist so wie das Wetter hier heute. Eitler Sonnenschein, nicht nur hier in Dortmund, sondern auch an den Börsen weltweit. Und wir sehen es hier in der ersten Grafik gleich, indem wir uns einfach mal das Aktienklima anschauen. Die Jahresendrallye läuft einfach weiter. Die Börsen sind wirklich in einer Weihnachtsstimmung. Trotz Corona und den Meldungen über die Lockdowns, da lassen sich die Börsen einfach nicht beeindrucken. Und was mir eben auch aufgefallen war, wir hatten ja in der letzten Schalte auch über den Widerstand beim DAX gesprochen, der einfach nicht fallen will. Das ist ja jetzt diese Woche tatsächlich auch passiert. Ich habe gerade mal nachgeschaut, der DAX war gerade 4,5% im Plus. Und wenn wir uns die Grafik anschauen, wir sind weltweit weiterhin in einer Hossestimmung. Der Aktienklimaindikator liegt über seinem steigenden, gleitenden Durchschnitt. Und da können wir einfach sagen, hier ist weiterhin alles in Ordnung. Die Jahresendrallye nimmt ihren Verlauf und wird vermutlich auch noch weitergehen. Das klingt sehr, sehr verheißungsvoll und das lässt natürlich den Schluss zu, dass die Käuferschichten hier immer noch die Oberhand haben, oder? Genau so ist es auch, wenngleich wir auch bei der nächsten Grafik sehen, dass die Käufergruppe in den letzten Tagen etwas nachgelassen hat. So ist sie doch weiterhin die stärkste Gruppe, zusammen mit den Anlegern, die ihre Bestände in festen Händen halten, hier dargestellt durch die hellblaue Linie. Und wir sehen auch im zugrunde liegenden Dow Jones World Stock Index, der hier dargestellt wird durch die schwarze gestrichelte Linie, dass wir ein neues Allzeithoch hier gesehen haben in den Aktien weltweit. Und wir sehen gleichzeitig auch die Verkäufer, also die Gruppe der Anleger, die Druck ausüben könnten, die spielen hier weiterhin keine Rolle. Und von daher zeigt auch diese Grafik, dass es weiterhin bei einem sehr, sehr positiven Umfeld bleibt. In der vergangenen Woche hatten wir unter anderem als Highlight die US-Notenbanksitzung FED. Da wurden die Zinsen erwartungsgemäß nicht gesenkt und in Aussicht gestellt, dass das Zinsniveau auch noch über die nächsten ein, zwei Jahre so bleiben dürfte. Weitere fiskalpolitische Maßnahmen folgen vielleicht. Ein größeres Stimuluspaket aus den USA wird noch erwartet. Und das Ganze dürfte sich insgesamt so ein Stück weit auf die Brisanz des Dollars legen, der etwas leidet. Ja, das ist vollkommen richtig. Der Dollar ist schwach und das nicht erst seit gestern, sondern seit vielen, vielen Wochen fällt mir die Schwäche des Dollars hier in dieser Grafik, das ist die dritte Grafik, auf. Denn schon seit vielen, vielen Wochen zeigt der US-Dollar den längsten Balken oder weist den längsten Balken auf. Und das heißt, er kriegt die schlechteste Trendnote und ist eben sehr, sehr schwach gegenüber seinen Partnerwährungen. Wir haben ja hier in dieser Grafik ganz unterschiedliche Assetklassen von Aktien aus Deutschland, von internationalen Indizes. Wir haben Rohstoffe hier drin und wir haben rechts außen eben auch den Bereich der Devisen, um einfach mal einen groben Überblick zu bekommen, wo läuft es gut und wo läuft es nicht gut und wo es momentan nicht gut läuft. Das ist im US-Dollar. Gleichzeitig haben wir eine schöne Stärke oder sehen eine schöne Stärke im Euro, auch im Euro. US-Dollar-Verhältnis natürlich. Der Euro hat jetzt Kurse über 1,22 erreicht. Der Schweizer Franken ist ebenfalls stark. Wenn wir uns die Aktien hingegen anschauen, dann können wir feststellen, dass wir eine kleine Verbesserung gegenüber der Vorwoche erzielt haben. Letzte Woche waren wir im Mittelwert bei 3,0, 3,02. Jetzt sind wir bei 2,84. Die Woche ist jetzt noch nicht zu Ende, aber die Tendenz zeigt, dass auch hier der Trend weiterhin in Ordnung ist und die internationalen Indizes, die hier mit einer, wenn ich das richtig sehe, 2,3 oder 2,1 wegkommen, zeigen eben die weltweit gute Verfassung an den internationalen Aktienmärkten.
Nicht nur der Dollar bekommt hier quasi Druck, sondern auch der Goldpreis hat etwas Druck bekommen, von dem er sich aber in der Vorwoche nun erholen konnte. Wie sehen denn da die Projektionen für die Zukunft aus? Um das zu verdeutlichen, habe ich mal eine neue Grafik mitgebracht, die sich jetzt nicht mit dem Momentum oder der relativen Stärke beschäftigt, sondern es ist ein anderer Bereich der technischen Analyse. Es sind die sogenannten Elliott-Wellen. Und ich habe dafür ein Programm, das diese Elliott-Wellen verdeutlicht, indem wir hier entsprechende Markierungen an den jeweiligen markanten Punkten des Charts seit Februar diesen Jahres, das ist der Zeitraum, der hier abgebildet wird, aufzeigt. Ich kann jetzt das Elliott-Wellensystem jetzt nicht hier in voller Gänze erklären, dazu fehlt einfach die Zeit. Wichtig ist nur, dass ein Anleger weiß, es gibt noch eine Welle 5. Wir haben also hier vier Wellen aufgezeigt und die fünfte Welle wäre die Abschlusswelle, eher eine größere Korrektureintritt. Und diese fünfte Welle könnte jetzt direkt vor uns liegen. Das Tief, was du gerade angesprochen hattest, war vor wenigen Tagen, Ende November. Und wir hatten das bei 1765, 1775. Das lag 300 Punkte unter dem Augusthoch. Wenn wir uns einmal das Chartbild ansehen, dann sehen wir im August mit der 3 ganz oben das Hoch bei 2075. Und dann ging es über 4 Monate seitwärts, abwärts. Und der Goldpreis hat sich in diesem Zeitraum, in diesem Regressionstrendkanal bewegt, den wir hier sehen, dargestellt durch die drei parallel laufenden Linien. Und er könnte jetzt bei Kursen über 1.900, und das wäre die Voraussetzung, aus diesem Regressionstrendkanal endlich ausbrechen. Das wäre ein erstes Indiz für Stärke. Oder ein Verlassen dieses Trendkanals würde darauf hindeuten, dass dieser 4-monatige Trend sein Ende gefunden hat. Und der schwarze Pfeil zeigt nun, welches Kursziel wir hier dann beim Goldpreis in den nächsten Wochen und Monaten erwarten können. Und dieses Kursziel liegt bei Kursen jenseits von 2.200 US-Dollar die Unze. Und dieses Kursziel wird dargestellt durch diesen horizontal verlaufenden Balken rechts oben in Cyanblau und Magenta. Und was wir ebenfalls noch sehen können, es wird auch nicht nur eine Zielzone eingeblendet für eine mögliche Welle 5, sondern es wird auch ein Zeitraum eingeblendet durch diese kleinen schwarzen Striche. Und dieser Zeitraum liegt im Bereich 7. Februar bis Mitte März. Das wäre also das Zeitkursziel für diese Welle 5 beim Goldpreis. Ich bin gespannt, ob diese Analyse aufgehen wird und ich werde das in den nächsten Wochen immer mal wieder neu zeigen und wir schauen einfach mal, ob wir tatsächlich jetzt hier etwa 300 Punkte im Goldpreis in den nächsten Wochen und Monaten gut machen werden. Das bleibt auf jeden Fall spannend und das bringt als nächstes hier auch natürlich die Goldminen mit als Fragezeichen in die Diskussion. Wird es denn bei den Goldminen dann ebenfalls zu einem Ausbruch kommen? Ja, die Goldminen sind ja ein Spiegelbild des Goldpreises, reagieren aber durchaus heftiger. Da sind dann mal 10, 15 oder vielleicht auch mal 20% in einer Woche keine Seltenheit. Aber ich hatte ja schon gezeigt, im Goldpreis liegen wir noch innerhalb des Regressionstrendkanals. Das hat noch nicht ausgereicht, um bei Goldminen hier entsprechend für Schwung zu sorgen. Auch wenn wir uns etwas von den Tiefständen erholt haben, schauen wir uns die Grafik an. Ich habe sie hier nochmal für die Goldminen vorbereitet mit den Anlegergruppen. Hier können wir nicht erkennen, dass die Käufergruppe schon das Ruder übernommen hat. Wir liegen also weiterhin da nieder im Goldminenbereich. Da muss im Goldpreis selbst noch mehr passieren. Und vielleicht kommt da auch etwas Schwung rein, wenn der Goldpreis die 1.900 US-Dollar dann doch nachhaltig überbieten wird. Und darauf bin ich selbst sehr gespannt. Und momentan ist noch kein Signal bei Goldminen erkennbar. Das werden wir entsprechend mit updaten und auch immer in den kommenden Wochen hier noch einmal mit triggern. Genauso haben wir es getan bei Wasserstoff. Diesen Sektor untersuchen wir auch regelmäßig und da gibt es auch nun wieder ein Update. Ja, bei Wasserstoff ist die Welt noch in Ordnung, könnte man sagen, oder der Trend ist in Ordnung. Wir sehen es hier in der nächsten Grafik.
Die gestrichelte Linie, die schwarze gestrichelte Linie ist der E-Mobilitätsindex, der in den letzten Wochen deutlich gestiegen ist. Wir sehen auch hier die beiden blauen Linien oben auf, was wichtig ist, auch wenn die dunkelblaue Linie, also die Gruppe der Käufer, auch hier tendenziell etwas nachgelassen hat. Aber wichtig ist, dass diese beiden Linien oben auf sind und oben bleiben. Dann ist auch der Trend in Wasserstoffaktien weiterhin in Ordnung. Das klingt sehr, sehr spannend und bringt uns dann zum Abschluss noch einmal auf den DAX zurück, denn da ist die erste wichtige Widerstandszone gebrochen worden. Ja, wir hatten in der letzten Schalte ja darüber gesprochen, dass die Marke von 13.300, 13.400 Punkten doch eine sehr, sehr hartnäckiger Widerstand für den DAX ist, an dem er schon mehrere Male gescheitert ist. Und als ob der DAX Ohren hätte, ist er dann tatsächlich jetzt auch schon Meter durch diesen Widerstand jetzt endlich mal hindurchgegangen. Ich habe gerade noch mal gesehen, wir liegen jetzt über 13.700. Wir haben also diesen Widerstand gebrochen. Es fehlen jetzt noch 100 Punkte zum Allzeithoch bei 13.795 knapp, also 13.800. Das ist durchaus in diesem Umfeld, was wir ja weltweit haben, erreichbar. Also lässt sich der DAX jetzt doch endlich auch von der allgemein positiven Tendenz anstecken. Und wir haben gute Chancen in diesem Umfeld, dass wir auch neue historische Hochs beim DAX sehen und dass wir die 13.8 vielleicht noch vor Weihnachten oder zumindest in diesem Jahr durchaus nehmen können. Wichtig war eben, dass der erste Widerstand gebrochen ist und das mit Schwung und mit Schmackes kann man sagen. Also auch hier sieht es jetzt wirklich gut aus. Aus Anlegersicht somit eine frohe Bescherung. Kann man so sagen, ja. Ganz lieben Dank erst einmal für diese Expertise und eine frohe Bescherung möchten wir natürlich auch dir wünschen und hören uns dann vielleicht nochmal zwischen den Feiertagen. Ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachtsfest und bis demnächst einfach mal. Bis dann. Ganz lieben Dank, Ralf Görge, Momentum Investor hier im Format der LSX Exchange. Und wenn Sie dieses Format natürlich auch noch einmal auf anderen Kanälen sehen und hören möchten, dann empfehle ich Ihnen hier YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und natürlich die Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast. Kommen Sie somit gut in den vierten Advent und ins Weihnachtsfest. Wir hören uns danach wieder in alter Frische und hoffentlich gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit dem Momentum Investor Ralf Görge und der LS Exchange.